Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und KD Fliesentechnik. Die Corona-Pandemie, sie scheint jetzt mit ihrer vierten Welle dramatisch zuzulegen. Bis vor 7 Wochen hatte man hier in Salzgotten noch das Impfzentrum des Kreises Paderborn geöffnet. Das wurde dann geschlossen, soll aber am morgigen Tag, dem 25. Oktober, wieder geöffnet werden. Über dieses Thema möchte ich mich mit dem Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, unterhalten. Ja, Herr Landrat, vor 7 Wochen hat es hier noch anders ausgesehen. Die Fallzahlen, die lagen unten, aber es gab auch schon genügend Virus. Virologen, die davor gewarnt haben, dass sich das zum Ende des Jahres wieder dramatisch verändern kann. Wäre es nicht besser gewesen, wenn man dann dieses Impfzentrum doch noch am Laufen gehalten hätte? Ja, vor 7 Wochen, wie Sie schon sagen, war hier wirklich nicht mehr viel los. Und dann haben wir uns natürlich entschieden, auch auf Empfehlung des Landes, das Richtung Ärzte abzugeben. Am 9.9. gab es ja die Empfehlung, auch dass die Ärzteschaft das Ganze übernimmt. Wir sehen aber jetzt, genau wie Sie sagen, dass die Hochlaufquote es erfordert, es wieder aufzumachen, wie viele andere Möglichkeiten, die wir im Kreisgebiet anbieten. Aber Gott sei Dank war die Möglichkeit ja hier vor Ort gegeben und wir haben es dann gleich auch wieder in Betrieb genommen. Nun hat ja der geschäftsführende Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn für viel Verwirrung gesorgt, indem er gesagt hat, dass der deutschen beliebtester Impfstoff BioNTech auch nicht mehr so ohne weiteres verfügbar ist, zumindest begrenzt verfügbar ist, währenddessen Moderna dem Verfallsdatum ausgesetzt zu sein scheint. Viel Verwirrung, wie wird denn demnächst ab morgen hier in Salzgotten geimpft, mit BioNTech oder mit Moderna? Wir impfen mit beiden. Für die 12- bis 30-Jährigen impfen wir mit BioNTech und ab 30 dann Moderna. Und, aber wenn man allen Spezialisten Glauben schenken darf, dann sind beide Impfstoffe gut und Kreuzimpfungen sowieso auch teilweise auch empfohlen. Also von daher glaube ich, tut sich da jeder was Gutes, wenn er sich seine passende Impfe abholt. Es gab ja dann noch den Hinweis des Bundesministers, dass BioNTech Mercedes mit vergleichbar Mercedes ist und Moderna dann Rolls-Royce. Naja, darüber kann man natürlich geteilter Meinung sein über solch sinnvolle oder sinnlose Aussagen. Gut, hier geht es nun ab morgen los. Überwiegend scheint es so zu sein, dass geboostert wird. Das heißt, die Leute kommen, um sich ihre dritte Impfe, ihre Auffrischungsimpfe zu holen. Aber wie sieht es denn aus mit denjenigen, die sich jetzt noch kurzfristig entschlossen haben, sich zum ersten respektive zum zweiten Mal impfen zu lassen? Ist für die hier auch gesorgt? Ja, also wir impfen natürlich, wir freuen uns auch über jeden, der sich jetzt entschieden hat, sich doch impfen zu lassen und da helfen wir natürlich auch weiter. Erst, zweit, also alle drei Impfen sind hier möglich, man muss sich nur vorher einen Termin holen. Das trifft einmal für das Boostern zu, aber auch für die Spontanen, die sich hier vorher anmelden müssen. Wie geht die Anmeldung vonstatten? Ja, also man kann sich einmal online anmelden. Die Möglichkeit ist gegeben oder natürlich, wenn man sieht, dass man da nicht zurechtkommt, dann telefonisch an die Hotline des Kreises, die auch auf den Seiten angegeben ist, melden und dann würden wir dort auch unterstützend aktiv sein. Die Hospitalisierungsquote, sie macht Sorgen. Bundesweit ist sie stetig dabei zu steigen. Einige Intensivstationen sind auch schon vollgelaufen. Wie sieht es bei den Krankenhäusern hier im Kreis Paderborn aus? Also wir haben momentan 42 Betten insgesamt belegt. Stand gestern, muss ich dazu sagen, 14 Betten auf der Intensivstation. Aber wir merken auch eine Hochlaufkurve. Und die Ärzte und auch Pflegerinnen und Pfleger kommen natürlich an ihr Limit. Von da sind wir sehr dankbar, wenn wir wirklich gesagt durchs Impfen weitmöglichst auch was verhindern können. Gibt es da jetzt schon einen Plan B, was man machen kann, wenn nun keine Versorgungsplätze mehr in den Krankenhäusern vorhanden sind? Also wir sind da in Abstimmung natürlich mit den Krankenhäusern und würden dann dementsprechend natürlich Informationen geben, wenn diese Situation auftreten sollte. Noch sind wir aber nicht so weit.
Nun haben ja die neueren Schutzmaßnahmen, die ja seit heute in Tätigkeit sind, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen 2G und 3G auch dafür gesorgt, dass sich dann doch noch zahlreiche Menschen kurzfristig impfen lassen wollen. Übrig bleibt aber doch eine gewisse Quote derer, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollen. Da käme man dann nur mit einer Impfpflicht voran. Was halten Sie denn von einer Impfpflicht persönlich? Also zunächst erstmal sage ich, dass ich doch merke, dass jetzt doch der Ansturm größer ist, auch derer, die sich vorher nicht impfen lassen wollten, und dass wir merken, dass sich viele bewegen. Ich wünsche mir eigentlich, dass jetzt durch die vielen Möglichkeiten, die wir bieten, wir gehen ja auch raus in die Orte, also niedrigschwelliger kannst du es ja gar nicht mehr anbieten, doch noch der größtmögliche Teil entscheidet. Und sonst müssten wir natürlich sehen, wenn wir aus alledem keinen Erfolg ziehen, wie wir dann mit der Situation umgehen. Für morgen erwartet man hier am Impfzentrum des Kreises Paderborn in der Selzhalle in Salzgotten ja einen Ansturm. Wie geht es nun los mit den Zeiten? Also wir haben von montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Donnerstag und Freitag von 12 bis 20 Uhr. Das sind die Uhrzeiten, die wir anbieten. Somit haben wir, glaube ich, für jede Zielgruppe was dabei. Was denken Sie, wird das Ganze denn noch zum Jahresende einen zählbaren Erfolg bringen? Wir müssen ja jetzt immerhin noch mit Inkubationszeiten von 10 bis 14 Tagen rechnen. Also es hilft uns jede Impfe, die wir vergeben können, weil man muss ja auch damit rechnen, dass natürlich klar, gerade auch jetzt, wenn wir noch neue Erstimpfen dabei haben und so weiter, es wird uns auf jeden Fall einen Erfolg bringen und das Boostern auch. Dadurch, dass wir so viele Menschen noch erreichen können, dass wir rausgehen mit den Ärzten, also wir sind ja ein Riesenteam, alle, die impfen, wird das auf jeden Fall Erfolg zeigen. Wir hoffen das Beste. Haben Sie vielen Dank, Herr Landrat, für dieses Interview. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda-Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzgotten.